Studentin, Influencerin und Mitglied des niederländischen Königshauses. Und doch bezeichnet sich Gräfin Eloise von Oranje als ganz normales Mädchen. Die 20-Jährige pfeift aufs royale Protokoll und erhält ihren eigenen Instagram-Kanal mit sage und schreibe 364.000 Followern und FollowerInnen. Die junge Royal ist beliebt und es interessiert, was sie den lieben langen Tag so treibt. Ihr neuestes Projekt ist eine Teilnahme an dem holländischen TV-Format Het Perfecte Plaatje op Reis, zu Deutsch das perfekte Bild auf Reisen. Dabei tritt sie gegen 7 weitere MitstreiterInnen an. Um das perfekte Reisebild zu kreieren. Und wie zeigt man sich in den Ferien gerne? Genau, in Badekleidern. Und Eloise, die sich der Aufgabe selbstverständlich stellt, ließ sich daher kürzlich im schwarzen Badeanzug fotografieren. Externe Inhalte: hier an dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen: mehr Infos. Eloises Verhalten spaltet die Gemüter, doch wie sich jetzt herausstellt, ist nicht jeder damit einverstanden. Dass eine Gräfin, deren Onkel immerhin König der Niederlande ist, sich so freizügig im Fernsehen zeigt. Wie Adelswelt berichtet, kritisierte der Adelsexperte Rick Evers die Tochter von Prinz Konstantin, 53, stark und wirft ihr Egoismus vor. Die Generation über Eloise ist sich bewusst, dass sie der Königsfamilie angehört. Dass ihr Verwandter ein Staatsoberhaupt ist. Eloise denkt nur an sich selbst. Das ist natürlich erlaubt. Aber glauben Sie nicht, dass es falsch ist, wenn wir alle weniger an uns denken. Er zeigt sich eindeutig nicht damit einverstanden, dass Eloise aus ihrer royalen Stellung, die der einzige Grund für das öffentliche Interesse an ihrer Person sei, eine Einnahmequelle gemacht habe. Externe Inhalte: hier an dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt, falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen? Cookies zulassen: mehr Infos. Andere Journalisten gehen sogar noch weiter und sticheln stark gegen Eloises Verhalten. Wir haben ein Mitglied der Königsfamilie, das seine üppigen Bonbonellas zur Schau stellt und à la Pamela Anderson in der südafrikanischen Brandung posiert, sagt die niederländische Kolumnistin Angela de Jong und geht sogar noch weiter: in ein paar Wochen werden wir das traditionelle Nacktshooting haben. Ich hoffe nur, dass Oma nicht an ihrem Tee erstickt. Ihr Vater steht zu ihr. Aber ist es denn wirklich so schlimm, dass Eloise sich im Badeanzug vor die Kamera stellt? Sollte sie das nicht machen, nur weil sie die Nichte von König Willem Alexander, 56, ist? Prinz Konstantin jedenfalls verteidigt seine älteste Tochter und stärkt ihr den Rücken. Die Leute sind immer auf der Suche nach Aufregung. Ich verstehe nicht, warum es deswegen Aufregung gibt, so der jüngere Bruder des Monarchen. Und auch so mancher niederländische Promi steht auf Eloises Seite, wie etwa der Moderator und Sänger Jan Versteeg, der sich aus Solidarität gegenüber Eloise auf Instagram im schwarzen Badeanzug zeigt. Unter dem Hashtag Raute Eloise Mark Zilf Schose drücken viele Promis ihre Unterstützung gegenüber der 20-Jährigen aus und diese zeigt sich auf Social Media unglaublich dankbar dafür.
es wirklich herzerwärmend zu sehen, wie viele Menschen mich unterstützen, schreibt Eloise. Externe Inhalte. Hier an dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen. Mehr Infos. Jetzt stellt sich die Frage, darf ein Mitglied des Königshauses sich so freizügig im Fernsehen zeigen? Oder sollte sie sich lieber zurückhalten? Bisher scheint der König selbst kein Problem mit dem Verhalten seiner Nichte zu haben. Und immerhin haben wir das Jahr 2023. Prinzessin Stephanie von Monaco war bereits in den 80ern in ihrem Musikvideo zu sehen, wie sie sich im Bikini am Strand träkelte. Die Nummer 5 in der niederländischen Thronfolge erfreut sich aber weiterhin großer Beliebtheit und den Fans scheint es zu gefallen, einen Blick hinter die Palastmauern werfen zu können und zu sehen, wie es sich als Royal so lebt. Damit könnte Eloise der Königsfamilie vielleicht sogar helfen, denn mit ihrem privaten Instagram-Profil, auf das jeder Einblick hat, macht sie das Königshaus nahbarer und natürlicher. Externe Inhalte. Hier an dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen. Mehr Infos von Sun vor 3 Stunden.